Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo und willkommen. Hallihallo, liebe Sandra. Nach dem Ringelnatter Blog kann ich mich jetzt langsam wieder beruhigen. Ich kriege da echt schon, wenn ich es auf dem Video sehe, ich kenne aber viele Leute, die können Schlangen nicht mal auf Bildern sehen. Kriegen die schon ein zu viel. Moin Konishi-Team. Die Beobachtung, dass der NO2- und NO3-Wert steigt, wird fast jeder machen, da meiner Erfahrung nach die Tröpfchentests von allen Herstellern auch auf das Salz reagieren. Mal mehr, mal weniger, aber 0,3 bis 0,5 zeigen fast alle an. Was ich also meine, ist, dass der Wert mit dem Sinken des Salzgehalts auch sinkt und der Biofilter, wenn er nicht stinkt, wie eine Kloake nicht abgestorben ist. Mit freundlichen Grüßen, Matthias. Kennst du das? Also ich habe früher hier nur mit Tröpfchen gemessen. Und ich kann das aus meiner Erfahrung, ich kann weder sagen, dass das Salzgehalt die Werte steigen lässt, noch kann ich sagen, dass der Salzgehalt einen Einfluss auf die Messung hat. Auf die Messung glaube ich auch nicht. Denn es gibt ja... Für mehr war es auch im gleichen Test. Salz heißt ja einfach, ich habe Na plus und Cl minus. Also wenn der Nitritwert steigt, dann ist es wahrscheinlich eher eine vorübergehende, sozusagen eine kurze Lähmung in der Biologie, bis die Bakterien eben sich auf den Salzgehalt mutiert haben. Und selbst das habe ich noch nie. Wir haben ja hier unten auch massenweise Untersuchungen gemacht und der Nitritpeak war hier jetzt in der Anlage auch absolut moderat. Ich habe ein paar andere Beispiele, wo der Nitritpeak höher war, aber nie irgendwie Vollkatastrophe, sondern das ist ein Tag später, ist der schon wieder am Sinken. Völlig irrelevant aus meiner Sicht, wenn kein Zeolit irgendwo verbaut ist. Ja. Dann gibt es natürlich Ammoniumnitritpeak, aber sonst messtechnisch, bin kein Chemiker, glaube ich aber auch nicht. Es gibt immer, wir müssen uns überlegen, die Wasserchemie, die sich insgesamt im Teich abspielt, das ist ein Thema, das reicht von hier bis zum Mond. Ja. Die Wirkung, die Wechselwirkung, alles. Jedes Handfutter, die Sie reinwerfen, hat einen riesen Einfluss auf die gesamte Wasserchemie. Wir gucken uns irgendwo zwischen 5 und 10 Werte an. Ja? So. Und leiden davon ab, ob das Wasser fischgesund ist oder nicht, weil es zunächst mal physiologisch für den Fisch die wichtigsten Werte sind. Ganz einfach. Jetzt gibt es aber immer wieder Teiche, da gibt es Beobachtungen, die kann Sandra nicht erklären, die kann ich nicht erklären, die kann die Wissenschaft nicht erklären. Wenn ich dann meinen Host in Südafrika frage, sagt er auch, nie was von gehört. Gibt es mehr als Wissenschaftler? Gibt es mehr Informationen? Nein, gibt es nicht, weil wir haben nur das beobachtet. Und dann ist es auch wieder weg. In manchen Teichen sind diese Beobachtungen reproduzierbar. Zum Beispiel, das ist so immer mein Paradebeispiel bei solchen Geschichten, ein Kutschaku bei einem Kunde im Teich vor 25 Jahren, der hat sofort mit dem Fressen aufgehört, wenn er die Aktivkohle, der hat einen kleinen Aktivkohlefilter, ungefähr halb so groß wie unsere Beetfilter, aber in so einem Beetfilterbehälter hat er Aktivkohle und wenn der die Aktivkohle getauscht hat, hat der Kutschaku 2 Wochen nachweislich nichts gefressen, dann hat er 2,5 Monate gefressen, bis er umgetauscht wurde. Ja? Das sind eben solche Phänomene. Ja? Könntest du das erklären? Nee. Oder wie ich schon oft gesagt habe, Sie können das beste Koi-Futter der Welt, meiner Meinung nach, Konishi Number One. Können Sie das andere, was Sie jetzt gerade noch füttern, schmeißen Sie uns zum Nachbar, füttern Sie Number One. In einem von 100 Teichen fressen die Koi das nicht. Um nichts in der Welt, du kennst das auch. Ja. Auch nicht erklärbar. Ich habe die Arbeitstheorie, die habe ich letztes schon mal geäußert, dass es was mit dem Eigengeschmack des Wassers zu tun hat. Und so wie auch wir, wenn wir Essen zubereiten, Speisen zubereiten, gewisse Dinge einfach nicht zusammengehen, weil es einfach scheiße schmeckt, bin ich mir sicher, dass in manchen Teichen der Eigengeschmack des Wassers plus das Futter, dass das einfach eine Geschmacksgeschichte ist. Weil alles andere macht keinen Sinn. Ich habe dir das noch nie erzählt. Was hältst du von der Theorie? Ja, kann man drüber nachdenken, aber für mich ist es... Das war jetzt sehr, 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 sehr böse gesagt. Nein, das war nicht böse gemeint. Wie würdest du das erklären? Also in manchen Teichen reicht es ja schon, wenn der Anführer das nicht frisst. Dann fressen es alle nicht. Also ich? Dann dürft die mit dir nicht essen gehen. Ja, aber warum frisst der Anführer nicht? Und warum fressen die das auch nach 2 Wochen Nahrungsentzug nicht?
Ich kenne Kunden, die haben alles probiert. Ja, ich weiß, das sind, ich kenne auch einzelne wenige Beispiele davon, aber ich kann es nicht erklären. Und ich habe das bisher so erklärt, dass die Fische einfach unterschiedliche Geschmacksempfindungen haben. Das meine ich auch. Und ob das dann das Futter ist oder die Alge oder dies oder jenes. Aber du denkst auch, es hat mit dem Geschmack zu tun. Mit Sicherheit. Aber wie auch immer. Ja, also wir haben tausenderlei Einfluss auf die Wasserchemie. Und es passieren die verrücktesten Dinge. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dein Teich einer ist, wo jetzt irgendwas noch drin ist, das einen Einfluss auf den Tröpfchentest hat. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass da eher der Fehler gerade im Messverfahren oder im tatsächlichen Nitrit zu finden ist. Also wenn du die Möglichkeit hast, das mal photometrisch zu messen, aber das ist am Ende auch nichts anderes. Da geht es nur um die Auswertung, die anders gemacht wird. Vielleicht aber auch immer zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit messen, das ist auch ganz wichtig. Eben. Bei gleicher Fütterung zur gleichen Zeit messen. Also das Messen klingt immer so einfach, aber ich habe es letztes schon mal gesagt, wenn man wissen will, ob man seinen Finder vergrößern möchte, dann muss man erstmal den Teich screenen. Das heißt, ich messe dreimal am Tag, morgens soll das unter 0,5 sein, mittags, wenn jetzt gefüttert wird, bei 0,1 und abends darf es maximal, wenn der höchste Peak zu erwarten ist, auf 0,2 steigen. Und wenn ihr gefüttert habt und eure Futtermenge angehoben habt und mal zwei Wochen gewartet habt und ihr seid in dem Level drin, müsst ihr nicht über eine Filtervergrößerung nachdenken. Wenn es aber rausgeht, dann ja. Aber euch würden keine Messungen der Welt was bringen, wenn ihr nur morgens um 8 Uhr messt, ja, wenn noch nicht gefüttert wurde, der Teich, respektive der Filter die ganze Nacht Zeit hatte, die Reste vom Vortag wegzuhauen, dann denkt ihr, es ist alles gut, aber abends haben die Koi vielleicht ein Nitrit von 0,4, 0,5 und ja, es ist möglich, dass auch 0,4, 0,5 über Nacht abgebaut wird, je nachdem, wie groß die Umweltleistung im Teich ist. Von daher erstmal ein sauberes Reporting machen, und dann anschauen, dann im Modern Koi Blog Frage stellen und dann erstmals Futter auf Number One umstellen. Und wenn das immer noch nichts hilft, so. Also, Matthias, wir kennen das Phänomen beide nicht, sind beides alte Hasen. Ja, viele Tropfen. Häsin, Hase. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.